Also, folgendes. Wir waren das letzte Mal hier in diesem Special Wald der Winglies gewesen, in diesen Ruinen. Und hier gibt es, wie ich hinterher erfahren habe, hier gibt es eine, naja, nennen wir es mal, von den Entwicklern fiese Gegebenheit. Also, wir haben zwei Möglichkeiten, hier an den Stab der Drachengelöt ranzukommen. Der eine Weg ist der, den wir beim letzten Mal gegangen sind und kläglich gescheitert sind. Das heißt, erst die Virage machen, dann dieses Stabmonster. Es geht aber noch einen zweiten Weg. Und der zweite Weg führt uns komplett einmal durch alle Ruinen, die es hier so gibt. Also beziehungsweise durch den ganzen Tempel, durch diese ganze Anlage. Und dadurch, also das verbraucht mehr Zeit. Also man kann sich's aussuchen. Nämlich den harten Weg, den wirklich harten Weg, macht die Virage und dann das harte Vieh, also diesen Bosskampf. Oder nehme ich den eher leichten und seichten Weg, gehe dann unten durch den kompletten Tempel und muss dann nicht kämpfen. Natürlich, wenn man jetzt sagen könnte, ey, ich habe die Eier in der Hose und habe genug Zeit zum Leveln und was weiß ich nicht alles, könnte man Virage und Monster machen. Aber die Zeit haben wir nicht. Und deswegen sage ich ganz einfach mal, wir gehen komplett durch den ganzen Tempel durch. Ich weiß nicht, wie das aussieht, wie lange wir dafür brauchen und wann wir beim Stab sind. Deswegen fangen wir einfach mal an. Also, wir gehen zum Stab. Ich glaube, das war meines Erachtens hier lang. Ich gehe mich aber gerade nochmal heilen. So. Das kann man ja mal eben machen. Und dann gehen wir hier unten auf den, beziehungsweise auf den Teleporter und gehen nach hier unten. Und hier unten kommen wir dann nämlich durch den kompletten Tempel. So, hier muss ich mich aber beeilen, beziehungsweise hier muss ich immer so ein bisschen ausweichen. Weil ich ja hier von diesen Biestern angegriffen werde. So, man muss immer ein Stückchen laufen, kämpfen, dann wieder ein Stückchen laufen, wieder kämpfen. Also wir kennen das ja als Legend of Dragoon. Ne? Also hier passiert ja eh nichts anderes außer kämpfen und laufen und kämpfen und laufen. Ein bisschen Story nebenbei noch, aber nicht so viel. So, wir machen mal diesen Wendehals hier platt. Ich guck mal, ob ich wieder das mit dem Kämpfen halbwegs vernünftig hinbekomme. Trotz meiner, naja, Müdigkeit. Am heutigen Abend. Aber zumindest das bei Dart sieht ja schon mal sehr gut aus. So, 99 Erfahrungspunkte mitnehmen. Kann man machen. Goodie. Mein Problem ist nur, ich weiß hier nicht, wo ich so richtig gehend hin muss. Ist das hier? Guck mal, gehe ich hier drauf? Ach, ich muss die Dinger ausmachen. Ah! Verstehe. Guck mal, man muss diese Teile hier kaputt machen, diese Teleportteile. Und dann geht dieses Tor auf. Stimmt, das muss. Ja, was muss das? Hä? Red mit mir, Frau! Das Siegel dafür sein. Wir können weitergehen, wenn wir sie alle vernichten. Ja, verstanden. Ja, endlich. Endlich hat sie mal was gesagt. Gut, also je mehr Teleporter wir kaputt machen, umso weniger Gegner kommen am Ende dann natürlich auch. Weil die Gegner werden sich ja hierher teleportieren. Und benutzen natürlich den Teleporter. Wenn sie keinen Teleporter mehr haben zum Teleportieren, dann können sie sich auch nicht mehr teleportieren. So ist das. Und ich habe daneben gehauen. So, aber Albert wird's schon richten. Sag ich doch. Schwirbelschwanz. Was? Was? Ups. So, also, wie gesagt, Frau Schafi hat ein bisschen gelevelt. Sie hat unter anderem Meru und Haschel gelevelt. Also ich glaube, alle mal so ein bisschen weiter nach oben gebracht von den Levels. Scheiße, war zu langsam. Aber ich kämpfe eigentlich ganz gerne mit dieser Party. Weil Meru, weiß ich nicht. Haschel, naja, kann man machen, ja, ist irgendwie nicht so, es sind nicht so die Partymitglieder, wo ich sage, das ist, die muss ich jetzt unbedingt benutzen, die finde ich total toll, finde ich halt nicht so unbedingt toll, naja, so. Zack.
Inferno. Wunderbar. Das hat mal geklappt. Bei ihm finde ich die Attacke echt schlimm, weil die braucht so lange. Oh. Bei den anderen ist die halt so schnell. So bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Und bei ihm so bam. 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 Das ist so ein bisschen, naja, unschön. So. Nummer 2 deaktiviert. Und die Gegner ausgeschaltet. Nö, 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 nö. Vergiss es, mein Freund. Bam. Nummer 3 deaktiviert. So, kommt er da oben jetzt direkt zu uns runter, gell? Eimert. Zwei noch. Dachtet ihr wohl. So, einen noch. Aber schätzen wir mal, da müssen wir jetzt nochmal kämpfen. Ich glaube, vor dem komme ich jetzt nicht weg, oder? Ja, war klar. Bin ich in die doofe Ecke gerannt. Ah, okay. Passiert. So, komm doch, du Wendehals. Mach dich kaputt. Leid. Autsch. Was? Rein mit der Brühe. Ja, okay. Moment, ich muss aufs Tierknöpfchen drücken. Vergesst das immer mit diesem Bot, ey. Ich muss mir das unbedingt mal aufschreiben. Ich vergesse das mit dem Wasserbot immer. Ich habe doch hier irgendwo... Ich habe mir doch gerade einen Stift bereitgelegt. Oh, Kongol, ein Level Up. Wo ist denn jetzt mein Stift? Da ist mein Stift. Was? Hab mir am WE mal einen Speedrun davon angeschaut. Vergiss es, total krank. Vom ganzen Spiel jetzt, oder was? Da muss ich mir gerade noch was aufschreiben. Moment. Ich glaube, Speedrun von dem Spiel, boah, schwierig. Weil du musst doch die ganze Zeit kämpfen. Du musst doch kämpfen, oder? Also du brauchst ja die Erfahrungspunkte, um die Gegner zu poletten. So. Und tschüss. Gut, der Weg ist frei. Finde ich sehr gut. Wir kommen weiter. Lass mich raten, es kommen aber trotzdem noch Gegner. Oder? Wie lange war denn der Speedrun, wenn ich fragen darf? Weil ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das in unter übsten Stunden schafft. So, jetzt geht's einmal nach oben. Nee. Wir gehen nochmal zurück. 11 Stunden? Achso, er hat alle Zufallskämpfe ausgelassen. Ja, super. Wie komme ich denn da hoch? Ich würde gern zu dieser vollen Kiste. Ach, Kampf. Alle Zufallskämpfe ausgelassen. Aber die Frage ist dann, wenn du alle Zufallskämpfe außen vorlässt, also wenn du sie alle weglässt, schaffst du dann die Bossgegner überhaupt noch? Oder dann auch nur mit Cheats? Kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Aua. Also wir müssen mit Albert einmal in Dragoon gehen. Dann verbrauchen wir wenigstens kein Heilmittel. Aber erstmal müssen wir den Puck kaputt machen. So, der ist weg. So, Kongol, mach den Wendehals kaputt. Och. So, Albert, komm schon. Leid. Ah, nochmal Leid. Nicht gut. Dadurch hat er jetzt diesen blöden Statuseffekt. Aber wenn er dran ist, wie gesagt, gehen wir einmal in den Dragoon rein. Und dann müsste der Status auch aufgehoben sein. Hat 2 Stufen Dragoon, naja, mein Gott. Boah, kann man mal. Aufbrauchen. Warum denn nicht? So. Wendehals. Ach, knapp.
immer auf Zauber Gegenstände gegangen und hat einen der Charaktere. Nee, und einer der Charaktere blieb am Ende jedes Bosskampfs am Leben für alle XP. Ah, okay. Ja gut, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ne? Dass du das so auf die Art und Weise farmst. Okay. Ja gut, warum nicht? Wenn das Erfolg hat. 11 Stunden. Wow. Ich meine, da haben wir um das Vierfache aktuell. Oder das Fünffache. Ich glaube, wir sind bei 50 Stunden. Haben wir es leicht überboten. Ganz leicht. So, 279 Erfahrungspunkte. Sehr gut. Aber gut, ich meine, wenn du jemanden, also wenn du die ganze Zeit nur einem Charakter alle Erfahrungspunkte gibst. Das könnte funktionieren. Ja. So, jetzt muss ich wieder auf den Stein warten. Ach, ich muss eh was trinken, sagt mir mein Bot. Vielleicht muss ich mir mal einen lokal installierten Bot nehmen und nicht einen, der online läuft, weil irgendwie funktionieren diese Dinge nicht. So, hier oben ist eine Kiste, meine ich. Ach nein, die war auf der anderen Plattform. Ach. Nochmal eins nach oben. Warten wir nochmal. Fahren wir nochmal Fahrstuhl, weil es so schön war. Nicht. So, noch einen nach oben. So, Kiste. Was ist da drin? Ein Kraftsteigerungselement. Was ist denn Kraftsteigerung? Was bringt das? Ist das jetzt was, was ich im Kampf benutzen kann? Gegenstände, Liste. Lass mal schauen. Ist das ein Amulett oder was? Nee. Wo ist es denn? Geschwindigkeit steigern. Hä? Wo ist es denn? Doof. Geschwindigkeit, Material. Stärke steigern. Hier. Erhöht Stärke für 3 Runden. Wiederholen. Ja, okay. Ist nicht schlecht. Das kann man ruhig mal mitnehmen. Warum nicht, ne? So, jetzt muss ich auf den Aufzug warten. Hat er eigentlich eine Pausenanimation? Sieht nicht so aus. Früher gab es in Spielen immer noch Pausenanimationen. Nicht in allen, aber in vielen. Fragte ich, glaube ich, schon mal, ne? So, einmal nach unten. Wow. Ich glaube, der war sehr, sehr schnell. Warte mal. Wenn ich jetzt hier den benutze. Zack. Ups. Und wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier drauf gehe, gehe ich wahrscheinlich nach unten, oder? Das war so klar. Aber wie komme ich denn dann zu dieser ollen Kiste? Hä? Wie kommt man zu dieser ollen Kiste? Ach, ist auch egal, komm. Egal. Die Kiste ist mir jetzt ausnahmsweise mal egal. Dafür kommt jetzt erstmal wieder ein Kampf. Ein Kampf. Wahrscheinlich müsste er oben irgendwo langlaufen. Ganz oben, um dann da runter zu. Ach, ist egal. Ist nur eine Kiste. Könnte was Geiles drin sein. Das, ja, oh, das juckt mich ja schon so ein bisschen, ne, diese Kiste zu bekommen. Oh. Oh, den Puck gleich kaputt gemacht. Naja, gut. So, Gnom. Auf den Sack. Ach, schon wieder daneben. Sollen Sie bitte aufhören, mir einzuwedeln? Danke. Sieht immer so aus, wenn der Typ angreift. So, nochmal. Zack. Und kaputt. 475. Hätte noch einen Status sogar bekommen. Ich glaube, Furcht oder sowas ist das. Was der Stab von sich gibt. So, einmal geblockt. Und kaputt. 479. Jawoll. Schön, 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 schön.
ein paar Erfahrungspunkte und ein klein wenig Gold mitgenommen. Kann man immer mal mitnehmen, ne? Ist nicht das Verkehrteste. Ach komm, es juckt mich doch in den Fingern. Ich möchte wissen, was es ist. Und was ich vor einigen Mal gelesen habe, ist schon ein bisschen länger her. Ich glaube, das hat sogar mal jemand im Chat geschrieben, dass in der Urfassung von Legend of Dragoon, ich weiß gar nicht, ob es eine Platinum überhaupt noch gab, ich kann mich gar nicht dran erinnern, aber ich meine, es gab gar keine Platinum. Es gibt einen Bug, der, es gibt so einen Trank, mit dem kann man dafür sorgen, dass für längere Zeit keine Gegner mehr kommen. Also, das heißt für längere Zeit, für einen gewissen Zeitraum keine Gegner mehr kommen. Das ist quasi so ein, ja, Gegner-Abhalte-Dingens, wie auch immer. Und der soll verbuggt sein. Ist dann natürlich ein bisschen blöd, ne? So, und nun? Hier ist aber gar kein Aufzug mehr. Wie komme ich denn jetzt bitte nach da unten zu dieser einen Geschichte? Muss ich da nach links irgendwie? Ich weiß nicht. Ein Krampf. Also ich würde den eigentlich ungern benutzen, diesen Trank, weil, wie gesagt, wir brauchen eh alle XP. Und bis man mal hier ein Level up hat, das dauert ja eh ewig in 3 Jahre. Ah, daneben. Ist natürlich auch ein bisschen bezeichnend für das Spiel, das Item, was einem so ein bisschen Ruhe verschafft, dass man das verbuggt macht. Naja, aua. Das war nicht nett. Wahrscheinlich haben die Entwickler das auch gemerkt beim Programmieren vom Spiel, dass das Item ein bisschen zu, naja, mächtig ist. Haben das einfach verbuggt gemacht. Wer weiß. Daneben. Ah. Hoppala. Weg mit dir. Ja, wollte schon sagen. Inferno. Läuft bei ihm. Aber ich glaube, ich komme gar nicht zu dieser Kiste. Ich wüsste nicht, wie. Schauen wir mal. Vielleicht gibt es einen Weg. Aber hier ist keiner. Ich wüsste nicht, wie ich hier nach unten käme. Also, man müsste sich irgendwie fallen lassen, aber das geht nicht. Kommt nicht hier runter. Ich habe keine Ahnung, wie ich da runter soll. Nö, einen anderen Weg gibt es nicht. Und so komme ich auch nicht nach drüben. Keine Ahnung. Hätte ich springen müssen? Oh, ich hätte springen müssen. Ich habe es, glaube ich, gerade gesehen. Ich probiere es nochmal. Ich glaube, ich hätte springen müssen. So wie hier. Ungefähr. Ich probiere es nochmal. Moment. Das könnte der Trick sein. Ja. Ja, das ist der Trick. Bin vielleicht ein bisschen doof, ne? Aber ich krieg auch so ein Rätsel raus. Schädelbrecher. Wir haben einen Schädelbrecher bekommen. Das klingt sehr nett und einladend. Na gut. Mal kurz gucken, was das für ein Item ist. Liste. Schädelbrecher. Huch. Hä? Oder ist das jetzt eine Waffe? Nee, oder? Das muss eine Waffe sein. Halt.
Schädelbrecher. Verwirrt Gegner mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Aber sagt mir nicht, wer dieses Item bekommen kann. Mal gucken. Ausrüstung. Schädelbrecher. Er hier. Oh, da macht mehr Damage. Er macht mehr Damage. Deswegen ist es auch eine Waffe, die so ein bisschen abgelegen ist. Dann nehme ich den jetzt einfach mal. Warum denn nicht? Da hat Dart mal eben eine neue Waffe bekommen. Einfach so. Boah. Warum auch nicht? So. Einmal mit dem Aufzug. In Fort.